Hallo liebe Freunde des Künstlertreffs, wir begrüßen euch heute zum Vlog 3 unserer kleinen Sendereihe. Freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch als allererstes unseren heutigen Gast vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist. Er ist der stellvertretende Solo-Cellist der Staatsoper München. Und was mich auch sehr freut, ist der Dirigent des Attacca Jugendorchesters. Unsere gemeinsamen Wege haben sich schon vor über 30 Jahren gekreuzt, als ich wahrscheinlich als kleiner Nervzwerg ihn gestört habe in dem Jugendorchester Camerata Juvenalis. Das war ein ganz tolles Jugendorchester, mit dem wir viele Reisen gemacht haben. Da hat Allen schon dirigiert. Also ich freue mich ganz, ganz herzlich, lieber Allen Bergius, dass du heute bei uns bist und wir schon zusammen spielen konnten und dass er auch nachher nochmal tun werden. Schön, dass du da bist. Ja, lieber Stefan, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und dass wir uns nach so langer Zeit endlich wieder mal sehen und ja, auch besonders schön. So schön musizieren können. Das freut mich auch, genau. Sehr schön. Ich muss gleich eine Frage loswerden, weil mich jetzt eben besonders interessiert, deine Arbeit mit dem Attacca. Mhm. Ob das sozusagen für dich die logische Schlussfolgerung oder der zweite Schritt jetzt nach dem Jugendorchester, was du damals gehabt hast, oder nach der Camerata, mit der wir viele, viele Jahre unterwegs waren, ob das sozusagen so der logische nächste Schritt ist für dich. Du hast ja auch dirigieren studiert und auch richtig professionelle Orchester dirigiert. Aber ist das wieder ein Jugendorchester jetzt zu dirigieren fest? Ist das für dich eine bleibende Aufgabe oder ein wichtiger Bestandteil deines künstlerischen Schaffens? Ja, unbedingt. Also zwischen der Camerata Juvenalis und dem Beginn, als ich Attacca übernommen habe, sind natürlich viele Jahre dazwischen gewesen und da habe ich schon einige andere Dinge noch erlebt und eben studiert, sowohl Cello als auch Dirigieren und war dann erstmal in Düsseldorf in der Oper als Cellist tätig und dann als Kapellmeister in Mönchengladbach 6 Jahre. Das ging alles so ein bisschen hin und her bei mir und nach dieser Zeit als Kapellmeister bin ich dann tatsächlich nach München und habe den Weg, also das ist eigentlich ungewöhnlich, dass man, wenn man schon dirigiert, sich nochmal überlegt, ich gehe jetzt doch ins Orchester zurück. Mhm. Also eigentlich ist es der andere Weg, ja, dass man im Orchester sitzt und dann nach ein paar Jahren denkt, das irgendwie reicht mir das nicht. Ich versuche es jetzt doch mit dem Dirigieren. In meinem Fall war es einfach so, ich war da einfach schon 6 Jahre, das ist eine lange Zeit an einem Theater und da war einfach so ein Wechsel nötig. Und es kam bei mir auch Familie dazu, das muss man sagen, das war schon ein entscheidender Moment für mich oder Grund, eine Stelle zu suchen, die, mit der man auch wirklich an einem Ort ist, mhm, und ja, für die Familie sorgen kann, quasi ein Fundament zu haben. Weil als Dirigent und auch als Sängerin, meine Frau ist Sängerin, ist man natürlich, wenn man diese Karriere verfolgt, immer an verschiedenen Orten. Und da ist natürlich klar, das ist also mit Kindern einfach schon schwer herzustellen. Mhm. Und deswegen habe ich mich dafür entschlossen. Und komischerweise, ich hole jetzt lang aus, aber ich dachte eigentlich, als ich in Mönchengladbach als Dirigent anfing, dass ich das Cello an den Nagel hängen muss, weil ich einfach zu viel zu tun hatte. Ich konnte aber da irgendwie nicht loslassen. Das ist also schon mein Instrument. Und habe einfach jeden Tag eine Stunde oder wann es auch immer ging, ein bisschen geübt. Und das hat mich tatsächlich über diese 6 Jahre hinüber... es hat mir geholfen, dass ich dann nochmal diesen Schritt machen konnte mit Probespielen. Und das ist ja jetzt nicht irgendeine Stelle, also da muss man schon wirklich fit sein, um an so ein Haus zu kommen. Und ich war natürlich wirklich sehr froh, dass das geklappt hat
und bin auch wirklich sehr, sehr glücklich in diesem wunderbaren Orchester und auch in diesem Haus spielen zu dürfen. Ich bin quasi auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Also mein Vater war über 30 Jahre auch Cellist an der Staatsoper. Ich kenne das Haus wirklich seit langer Zeit. Habe auch als Knabe dort Zauberflöte mehrmals gesungen unter Sawallisch Leitung. Also ich hatte mit, und damals habe ich immer davon geträumt, wieder da hinzukommen, auf welche Art auch immer. Gut, jedenfalls bin ich da hingekommen und dann hat sich diese Situation mit Attacca sehr schnell ergeben. Es wurde gerade ein halbes Jahr bevor ich kam gegründet und die Kollegen wussten, dass ich vom Dirigieren komme und haben mich dann eben auch gleich gefragt, ob ich das quasi mitmachen würde. Also damals war der Kollege Olivier Tardy, der Soloflötist, hatte das begonnen und wir haben das eine Zeit lang zusammen gemacht und dann habe ich es alleine übernommen und ich mache das jetzt seit, es sind jetzt schon fast 14 Jahre und ich muss sagen, es ist mir wirklich so ans Herz gewachsen, diese Arbeit mit den Jugendlichen, dass ich das also nicht missen möchte. Das hat natürlich schon auch diese Verbindung zu dem Jugendorchester, wo du auch mitgespielt hast, mit der Camerata Juvenalis. Da sind natürlich schöne Erinnerungen, die ich da immer wieder habe. Und in diesen jungen Jahren hat mir das schon so eine Freude gemacht, mit damals Gleichaltrigen Jugendlichen zu arbeiten. Und das Gefühl ist jetzt im Prinzip das Gleiche. Also ich bin natürlich viele Jahre älter als die Jugendlichen, das ist ganz klar. Aber so von dem, was ich da versuche, mit denen zu erreichen, ist es genau die gleiche Sache. Mhm. Und bei Jugendlichen ist es eben das Tolle, dass die haben diese Werke und ich studiere mit denen wirklich anspruchsvolle Werke ein, weil ich der Meinung bin, dass sie einfach, die müssen herausgefordert werden. Und natürlich manchmal sind die Stücke dann vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich zu schwer, aber im Großen und Ganzen hängt es davon ab, was für ein Stück das ist, was man da spielt. Und die Begeisterung, die da eben dahinter steckt. Also die wollen das alle dann schaffen. Und da werden dann eben auch die Jüngeren, die vielleicht noch nicht ganz so erfahren sind, die werden von den etwas Älteren einfach mitgerissen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, was man doch für ein Resultat erreichen kann mit den Jugendlichen. Da wurde ich auch gleich von meinen Kindern gefragt, muss ich ketzerisch gleich fragen. Was macht denn dir mehr Spaß, dass die Position, die du in der Staatsoper innehast, oder das Dirigieren mit den Jugendlichen oder das Arbeiten mit den Jugendlichen? Ja gut, das ist natürlich eine sehr eine Fangfrage. Nein, also da muss ich natürlich meinen Job, den ich habe, den muss ich natürlich verteidigen und das tue ich mit großer Freude. Also ich bin wirklich stolz, an diesem Haus spielen zu dürfen, in diesem Orchester spielen zu dürfen. 14 Jahre bin ich jetzt hier und habe so viel erleben, durfte so viel erleben mit diesem, also auch an Repertoire, was ich hier erlebt habe, das ist unglaublich. Deswegen ist das wirklich, wirklich eine tolle Sache und ich gehe wirklich gerne in den Dienst. Auch die Kollegen, es ist einfach eine gute Stimmung im Orchester. Und im Prinzip auch das, wonach ich immer gesucht habe, da muss ich vielleicht auch nochmal ausholen. Also ich war ja im Tölzer Knabenchor 7 Jahre. Also mit 7 Jahren bin ich eingetreten und war dann bis ich 14 mit 14 den Stimmbruch bekommen hatte, habe ich da wirklich sehr viel gesungen, auch sehr viel solistische Aufgaben bekommen, eben unter anderem die Zauberflöte
an der Staatsoper und mein, muss ich schon sagen, es ist der Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich entschieden habe oder ja, wo sich dieser Traum in mir festgesetzt hat, dirigieren zu wollen, war eben diese Begegnung mit Leonard Bernstein, als ich das Solo in der Malerviertel singen durfte. Und das war für mich so faszinierend. Also ich war 11 Jahre, aber das miterleben zu dürfen, also erstens mal wie der Dirigierte und dann dieser Klang der Wiener Philharmoniker, die da spielten, das war wirklich wie ein Traum für mich. Also da ein Teil sein zu dürfen. Und ich meine, Bernstein, es ist klar, das war einfach ein Jahrhundertmusiker, da müssen wir gar nicht drüber reden. Der konnte so viel und der konnte vor allem eben wirklich wahnsinnig gut dirigieren. Mhm. Und das hat mich so fasziniert, wie der mit seiner Bewegung, mit seinen Gesten die Musik wirklich verkörperte. Dass ich mir da einfach sage, ich möchte das auch machen. Mhm. Also und deswegen kam dieser Wunsch sehr früh und der wird auch immer in mir bleiben. Ja, ich bin immer zweigleisig gefahren, aber jetzt komme ich wieder zurück. Also diese Qualität, die ich damals erleben durfte als Knabensopran, die wollte ich immer wieder erreichen natürlich. Und es war ein langer Weg, bis ich da ja auch nur einen Teil davon vielleicht wieder spüren durfte. Jedenfalls an der Staatsoper habe ich das jetzt schon gefunden, muss ich wirklich sagen. Das macht mir große Freude, dort zu musizieren, weil für mich geht es in der Musik, es geht nicht darum, dass man die Noten, die man vor sich hat, auch im Klaviertrio, wo auch immer, dass man die einfach nur spielt, die Töne und selbst das, was da steht, das reicht nicht. Also es geht darum, was dazwischen passiert. Und danach habe ich eigentlich immer gesucht und das habe ich im Staatsorchester wieder gefunden, muss ich echt sagen. Aber das Dirigieren, das ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass ich schon auf einem professionellen Level, also als Kapellmeister, das auch schon erleben durfte. Ich habe da wirklich sehr viel dirigiert, also auch große Opern und selbst einstudiert. Also ich konnte das schon spüren, wie sich das anfühlt und auch einige Träume, Kindheitsträume mir verwirklichen, unter anderem Hänsel und Gretel zu dirigieren, das war immer, das hatte ich mir immer in den Kopf gesetzt, muss ich mal schaffen, oder Don Giovanni, also diese großartigen Stücke mal auch in der Hand zu haben. Und gut, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite und spiele es halt auf hohem Niveau. Das macht mir aber genauso viel Spaß, muss man echt sagen. Und ich versuche halt das, was mir am Dirigieren so, ich sag mal, Energie gibt. Also das ist so eine verborgene Energie, die ich gerne ausleben will. Das versuche ich mit den Jugendlichen irgendwie zusammen. Ich versuche ihnen meine Liebe zur Musik, das kann man nicht anders sagen, weiterzugeben. Das ist vielleicht diese Energie, von der ich jetzt gerade gesprochen habe. Und ich merke, dass sie das wirklich mit offenen Augen annehmen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Eine cellistische Frage habe ich allerdings an dich auch noch. Jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen, dass du als Sänger, als Dirigent schon sowieso eine große Bandbreite des künstlerischen Schaffens miterlebt hast oder selber gestaltet hast. Aber was mich jetzt auch interessieren würde, wir werden das nämlich als Geiger oft gefragt, beziehungsweise ich merke das oft in der Situation des Unterrichtens, gerade mit im Quartett mit der Position der zweiten Geige, die ja doch eine ganz eigene Art hat zu spielen oder ganz eigene
Dinge machen muss, zwischen den verschiedenen Elementen im Quartett hin und her switchen muss. Ja. Du hast ja eine Zeit lang auch wirklich ganz professionell Quartett gespielt, du hast solistisch Cello gespielt, du hast Klaviertrio gespielt, du hast im Orchester, im Symphonischen, im Opernorchester gespielt, also du kennst praktisch eigentlich die ganze Bandbreite des klassisch-romantischen Cellospielens. Und was mich interessieren würde, wie würdest du die einzelnen Rollen in diesen Genres charakterisieren? Ist das relativ ähnlich, dass man sozusagen als Student zum Beispiel, wenn man Cello studiert hat und man kommt von der Hochschule, dass man all diese Dinge bedienen kann? Oder gibt es Genres eben, die sich sehr unterscheiden, wo man sehr reinwachsen muss, wo man plötzlich Dinge völlig anders machen muss, andere Fakturen spielen muss, andere Stimmen, andere Balancen finden muss, als man das eigentlich in seiner Ausbildung so kennengelernt hat? Ja, auf jeden Fall gibt es da völlig verschiedene Herangehensweisen, wie man jetzt in verschiedensten Ensembles spielen muss. Also aus meiner Erfahrung würde ich jetzt jeden, der Musik studiert oder ins Orchester will, wirklich raten, so viel wie möglich Kammermusik zu machen. Das, was wir hier gerade so schön gemacht haben, also es war jetzt kein Eigenlob, ich meinte nur jetzt, es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht, mit euch zu musizieren, weil da geht es wirklich um alles. Also da sind halt drei Solisten jetzt in diesem Fall und jeder ist einfach zu 100% verpflichtet, da sein Bestes zu geben. Ja, das im Orchester ist natürlich so, da sind so viele Leute, da kann man sich auch mal ein bisschen verstecken, je nachdem, wie gut das Orchester ist, das muss man auch sagen. Und naja, im Orchesterspiel ist entscheidend, also ist auch unterschiedlich, in welchem Orchester, ob es jetzt ein Symphonieorchester ist oder ein Opernorchester. Also im Opernorchester muss man sehr flexibel sein, also weil es einfach jeden Abend, es kann immer irgendwie anders sein. Vom Tempo, dann singt der Sänger mal langsamer oder eben schneller. Also man kann da nicht einfach seinen auf Autopilot stellen und spielen, sondern man muss immer mit offenen Ohren da sitzen und erstens mal abnehmen, was der Dirigent natürlich angibt. Aber das ist auch nicht alles. Also selbst wenn man weiß, wo die Eins ist, muss man eben noch das andere Ohr haben, was passiert auf der Bühne, und muss im gleichen Moment vielleicht doch noch ein bisschen verzögern, damit die Eins dann eben wirklich zusammen in diesem großen Ensemble oder Orchester dann stattfinden kann und eben nicht kleckert. Ja? Also da braucht man schon in einem Orchester, braucht man schon viel Erfahrung, wie man mit anderen zusammen musiziert. Und ja, das ist natürlich einfach ein Bereich, wo man sich wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten aussuchen kann, also als Student. Man kann Quartett spielen oder was auch immer für Besetzungen mit Bläsern. Also das ist enorm wichtig, muss man echt sagen. Viel auszuprobieren. Ja. Ja. Mhm. Also ich meine, für mich war natürlich die Erfahrung im Quartettspiel war nochmal eine ganz besondere Geschichte. Also da hatte ich in Köln in meinem Studium, also Cello-Studium, die Möglichkeit mit dem Alban Berg Quartett und auch noch mit dem Amadeus Quartett also Unterricht zu bekommen. Und wir hatten damals, oder ich hatte mit Studienkolleginnen und Kollegen wirklich ein tolles Quartett gegründet und wir haben uns wirklich gut verstanden und versucht da aus diesem Unterricht wirklich alles rauszuholen, was ging. Also das möchte ich auch nicht missen, diese Erfahrung, das muss man echt sagen. Schön, ja. Ja. Nun haben wir uns ja heute zwei Stücke rausgesucht, den Beethoven, den wir ja gerade gehört haben, und auch den Dvořák, den ihr gleich noch hören werdet.
Was gibt es denn zu diesen Stücken besonders zu sagen? Also wodurch zeichnen die sich deiner Meinung nach besonders aus? Warum haben wir sie auch dann eben ausgewählt? Oder warum sind die so publikumswirksam und so beliebt, sowohl bei den Musizierenden als auch wirklich bei den Zuhörern? Also ich finde, die passen sehr gut zusammen, die beiden Stücke und auch die beiden Komponisten. Also was ich an dem Beethoven so toll finde, das ist ja wirklich ein quasi Jugendwerk noch. Also ich meine, er war Mitte 20 oder also wirklich noch jung. Aber was der in dieser Zeit schon mit wenig Mitteln, also mit kleinsten Motiven und ja eben keinem großen Tritratrullala, was er da geschaffen hat, ist wirklich, wirklich unglaublich. Und es ist so Musik, ja, die mir einfach aus der Seele spricht. Ich weiß nicht, ich bin da eher so, also mich sprechen Stücke an, die aus einer Einfachheit heraus entstehen. Nicht mit zu viel Beiwerk oder zu Beiwerk, genau, mhm. Ja. Mhm. Oder zu vielen Gewürzen. Ja. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Beispiele, also auch Stücke, die sehr, sehr bekannt sind, die einen auch wirklich berühren einfach. Also zum Beispiel der zweite Satz aus dem Schubert-Quintett, Streichquintett. Das sind ein paar Töne da am Anfang, aber man ist von den ersten Takten schon einfach ergriffen. Und man fragt sich wirklich, wie haben die das geschafft, also diese tollen Komponisten. Und Beethoven zählt einfach dazu. Also ich meine, natürlich ist die Musik schon aufbrausend und dramatisch, aber mit relativ wenig Mitteln, sage ich mal. Und das finde ich faszinierend. Und Dvorak gehört für mich da auf jeden Fall dazu. Das ist so ein es ist eine Musik, die ehrlich ist. Also da ist nichts aufgesetzt. Und ich meine, gut, das Dunki-Trio, das sind ja Klagelieder quasi. Und die sind aber ganz simpel angelegt. Da reichen einfach die Größe durch die Einfachheit eigentlich. Ja, richtig. Mhm. Also das ist, genau. Voll. Und ich sage das auch immer wieder bei meinen Proben mit Attacca, den Jugendlichen, die eben diese Stücke zum ersten Mal spielen, die versuchen dann oft irgendwie möglichst viel draus zu machen, also quasi zu interpretieren. Und ich versuche denen immer gleich diese, in Anführungszeichen, Interpretation rauszunehmen und einfach so einfach wie möglich spielen zu lassen. Und das Resultat ist meistens wirklich besser. Also meiner Meinung nach. Toll. Schön. Vielen, vielen Dank, lieber Allen, dass du gekommen bist. Das ist ganz schön. Wir werden jetzt ja auch gleich noch was zusammen spielen. An euch noch zwei Bitten. Ich habe den Wunsch, dass ihr fleißig abonniert, dass wir in den Abonnentenzahlen noch ein bisschen wachsen. Und natürlich auch, wenn ihr mögt und Lust habt, die Sache zu unterstützen und zu spenden. Ich möchte noch erwähnen, nächsten Freitag kommt der neue Vlog raus, der Vlog 4 ist das dann, mit der Pianistin Lilian Akopova. Und wir sind schon sehr gespannt, was sie uns mitbringen wird. Und ansonsten möchte ich natürlich mich nochmal bei unserem Hausherrn bedanken, der uns das hier ermöglicht, dass wir hier so schön in diesem schönen Wohnzimmer mit dem tollen Flügel, dass wir hier spielen können. Und möchte natürlich dem Christian auch nochmal einen großen Dank sagen, der sich so fleißig um uns kümmert und das alles so ganz toll macht. Also vielen Dank allen, die drumherum uns helfen und tätig sind. Und wir spielen jetzt noch einen Dvorak. Viel Spaß, bis nächsten Freitag und wir spielen los. Gut.
Thank you.